atemberaubender Selbstverständlichkeit, dass die Arbeit in unseren Gemeinden und in der weltweiten Mission explodiert. So wie die Bäume bei Asterix und Obelix in diesem Heft, zack, Eichel rein, batsch, ist der Baum da. Warum aber verwendet Jesus in seinen Predigten immer wieder diese Bilder von Saat, von Wachstum, von Ernte, wenn es um das Reich Gottes geht? Warum spricht Paulus davon, dass auch in der Mission einer pflanzt und der andere begießt? Warum verwenden die diese Wachstumsbilder? Möglicherweise noch deshalb, weil das Gottes Handschrift ist, weil Gott nicht anders handelt, weil es Gott nicht anders macht, als dass gesät wird, Dinge wachsen in unreifen und unfertigen Zuständen und man lange Zeit braucht und viel, viel, viel Geduld, bis man ernten kann. Warum verwendet die Bibel so oft diese Bilder aus der Landwirtschaft? Möglicherweise, weil das die Art und Weise ist, wie Gott wirkt.